Sie sei das grüne Herz Österreichs. Die Steiermark. Denn wer von oben auf dieses Stückchen Erde blickt, sieht vor allem Wald. Bäume, so weit das Auge reicht. Mit Wipfeln, die den Himmel zu berühren scheinen. Und wer nach dem Wesen seiner Bewohner schaut, der erkennt, dass ihre Geschichte tiefe Spuren hinterlassen hat. Die Steirer wandeln seit jeher gekonnt zwischen den Welten. Zwischen Holz und Stahl. Zwischen Hightech und Natur. Zwischen Genialität und Pragmatismus. Zwischen Problem und Lösung. Der internationale Flughafen Graz. Hier starten und landen die großen Linienflugzeuge. Und kleine Viersitzer warten darauf abzuheben. Der Geologe Kurt Stüwe erkundet seine Steiermark am liebsten aus der Luft. Ich habe mein Leben lang eigentlich viel mit Kleinflugzeugen zu tun gehabt, aber immer auf dem hinteren Sitz. Und dann vor 10 Jahren bin ich mit dem Rödi Homberger zusammengekommen. Und wir haben dieses Projekt gemacht, wo wir mehrere Bildbände über die Geologie der Alpen aus der Luft gemacht haben. Und da sind wir auch 100 oder 200 Stunden gar mit einem Zweisitzer-Kleinflugzeug über die Alpen herumgeflogen. Und dann hat Rödi im Jänner 2020 diesen tödlichen Unfall gehabt und ist mit dem Flugzeug, mit dem wir viele, viele Stunden gemeinsam gesessen sind und fotografiert haben, ist er in Arosa tödlich abgestürzt. Es war natürlich ein tragisches Ereignis. Es hat mich auch persönlich getroffen, weil er war wirklich ein sehr guter Freund. Irgendwann habe ich gedacht, wenn es einmal passt, mache ich vielleicht auch den Flugschein. Und habe dann hier am Grazer Flughafen meine Ausbildung gemacht. Und seit etwa einem Jahr habe ich den Flugschein. Für heute hat sich Kurt Stüwe einen Flug von etwa 2 Stunden Länge vorgenommen. Wir sind jetzt hier in Graz und wir werden heute Richtung Dachstein fliegen. Wenn die Wolken nicht so gut sind, machen wir es übers Murtal, aber wahrscheinlich werden wir direkt übers Gaberl fliegen können. Dann können wir die Kontrollzone Zeltweg queren, müssen wir Bescheid sagen. Und dann je nach Wetter über den Triebner Tauern ins Ennstal. Aber wahrscheinlich können wir sogar gleich nach Westen abbiegen über den Sölkpass. Und dann brauchen wir, dass wir 2, 3 Runden um den Dachsteingipfel drehen. Fast 2 Jahre nach dem tragischen Tod seines Freundes Rüdi Homberger will Kurt Stüwe endlich seinem Verleger die Steiermark zeigen. So wie er als Geologe sie sieht. Okay, machen wir zu auch gleich. Als Flugnovize darf er Personen erst seit kurzem transportieren. Der Verleger ist sein allererster Passagier. Oscar Echo Kilo Tango Central, ready for departure. Oscar Tango Tango, maintain at holding point. Maintaining holding point, Oscar Kilo Tango. Ich habe sehr viel erleben dürfen in meinem Leben. Ich bin jetzt 62 und es ist einfach cool, jetzt auch noch einen Pilotenschein zu haben. Auch mit diesem Spielzeug hier in der Luft spielen zu dürfen. Also das freut mich sehr und das genieße ich jedes Mal, wenn der Motor angelassen ist und wir fahren los. Denke ich, was für ein Privileg, dass ich das auch noch mal ausprobieren darf. Kurt Stüwe führt seine Maschine erst einmal südlich in Richtung slowenische Grenze über die Pannonische Ebene. Mediterran anmutend zieht diese sich weit hinaus durch das Burgenland, Slowenien und Ungarn. Und was wir hier im Hügelland, das einzigen Berg, wenn wir so sehen wollen, binden den Vulkane. Die Steiermark ist das einzige Bundesland des gesamten Alpenbogens, wo es aktive Vulkane gibt.
Wir sind zwar jetzt nicht Lavastein, aber auf geologischen Zeitmaßstäben sind sie aktiv. In der letzten halben Million Jahre haben wir da noch Ausbrüche gehabt. Und wir fliegen jetzt zu einer der schönsten Burgen, der Riegersburg, die auf so einen Vulkanschlot draufgebaut ist. Ich schaue gerade, wir blinzeln genau in die Sonne, aber sie müsste eigentlich praktisch vor uns sein. Siehst du sie schon? Und der Vulkan um die Riegersburg war aus Asche und Lava und das ist alles weg erodiert. Übrig geblieben ist nur der Basaltschlot. Wir haben insgesamt 10, 15 oder gar 20 dieser Vulkankegel. Sehr große Teile der Welt beflogen, von Alaska quer durch die Nordostpassage nach Nordgrönland geflogen, nach Island und dann nach Europa. Aber so viel Vielfalt innerhalb von einer Flugstunde wie in der Steiermark habe ich einfach noch auf keinem Kontinent und in keinem Land erlebt. Schnell wird klar, warum hier das grüne Herz des Landes schlägt. Weit über die Hälfte des Bundeslandes ist bewaldet. Seit Jahrtausenden lebt die Steiermark mit und natürlich auch von der Forstwirtschaft. Nördlich der Steiermark gibt es einen Wald, den man als wahres Schatzkästchen bezeichnen könnte. Der Rotwald. Der einzig gewachsene Urwald Mitteleuropas. 400 Hektar groß und völlig unberührt. Keine Säge hat hier je einen einzigen Baum gefällt. Seit der letzten Eiszeit konnte dieser Wald seine Magie und Schönheit ungestört entfalten. Wildhüter dürfen dieses Idyll betreten. Das soll weiterhin so bleiben. Sogar das Wissen um seine genaue Lage wird bewahrt wie ein Schatz, um keine Touristen anzulocken. Schale um eine Perle legt sich seit kurzem ein sogenanntes Wildnisgebiet um den gesamten Urwald. Nina Schönemann ist Wildhüterin in diesem neu erschlossenen Wildnisgebiet. Hier siedelt sie unter anderem bereits ausgestorbene Tierarten wieder an. So, das ist jetzt ein Nistkasten für den Habichtskauz. Der hat ja das Problem, dass er in den bewirtschafteten Wäldern keine Bruthöhlen findet, in den Bäumen. Also der bräuchte große, alte Bäume mit großen Höhlen, dass er da drinnen seinen Nachwuchs produzieren kann. Und wenn er das nicht findet, das ist der Grund, warum er ausgestorben ist, weil das nicht mehr möglich war. Und wir haben ihm diese Nistkästen aufgehängt und wir kontrollieren dann eben zur Brutzeit regelmäßig, ob ein Habichtskauz drinnen brütet. Sieht man schön, dass der Nistkasten leer ist. Der Habichtskauz ist einer von 5 Eulenarten im Wildnisgebiet. Eigentlich gab es den Nachtjäger in Österreich überhaupt nicht mehr. Schon 15 Pärchen konnten Nina Schönemann und ihr Team wieder ansiedeln und zum Brüten bringen. Das schenkt Hoffnung für das Überleben der Spezies. Ja.
und für das ökologische Gleichgewicht. Der Vogel war ausgestorben und man musste von woanders Jungen hier auslassen und hoffen, dass sie sich etablieren. Und das ist bis jetzt sehr gut gelungen. Und man rechnet damit, dass wenn man das noch ein paar Jahre macht, dass dann der Bestand groß genug ist, dass sich die Population auch von selbst erhalten kann. Nina Schönemann hat ihre Passion zum Beruf gemacht. Als Naturkind wurde sie nicht geboren. Ich bin ursprünglich aus Wien, also aus der Stadt, also ganz ein anderes Leben gewohnt. Ich habe nicht gewusst, ob ich es mir vorstellen kann, hier herauszuziehen, von meinen Freunden weg, da in die Wildnis. Und letzten Endes habe ich mich dann aber dazu entschieden und bin jetzt sehr froh. Nina Schönemann hat gelernt, den Wald als eigenen Kosmos zu begreifen. Wenn man genau hinschaut, lebt unglaublich viel an und mit und von diesem Baum. Man findet hier Moose, Flechten, Pilze, Insekten, da leben Mäuse drinnen. Bevor der Baum noch ganz so zerfallen war, konnten sogar Habichtskreuze in diesen Baumhöhlen brüten. Also man sagt eigentlich, dass im toten Holz mehr lebt als im lebenden Baum. Vom Ideal, Natur Natur sein zu lassen, sind die restlichen Wälder der Steiermark weit entfernt. Sie sind vor allem wirtschaftlich genutzte Agrarflächen. Die Fichte ist noch immer der Brotbaum der Forstwirtschaft. Doch ist es fraglich, ob sie dem Klimawandel standhalten wird. Wetterkapriolen setzen ihr zu. Und geschwächt ist der Baum ein gefundenes Fressen für Borkenkäfer. Jeder Waldbesitzer ist erst einmal alleine im Kampf gegen den hartnäckigen Schädling. Bernd Kreschner und sein Hund Yaris wollen nun die Waldbesitzer in diesem Kampf unterstützen. In der Steiermark ist es so, dass die große Masse der Waldbesitzer Kleinwaldbesitzer sind. Also so Leute wie auch ich im Beispiel. Ich glaube, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, sind das allein in der Steiermark in etwa 40.000 Personen, denen in Summe der steirische Wald gehört. Besonders schwierig wird es für Waldbesitzer wie Franz Hohenberg, dem Borkenkäfer in seinen Bergwäldern, rechtzeitig auf die Schliche zu kommen. Denn abseits der Wege stehen viele der Bäume an steilen Hängen. Sie sind zu schwer zu erreichen, um sie regelmäßig auf die Käferinvasion zu kontrollieren. Wir dissen den Borkenkäfer immer so, aber an sich wird er ja zur Gesundheitspolizei des Waldes gezählt, weil es ja so ist, dass er eigentlich auf geschwächte Bäume geht und den Prozess des Rückführens des Baums in Biomasse, um wieder Dünger für nachfolgende Pflanzengenerationen zu bilden. Das ist ja eigentlich eine der Aufgaben des Borkenkäfers. Wären da nicht rund 40.000 Forstbesitzer, die von der Fichte leben müssen? Bernd Kreschner will den Käfer in seine Schranken weisen. Und das ganz ohne Pestizide. Um den Schädling aufzuspüren, bevor er sich überhaupt ausbreiten kann, fotografiert Bernd Kreschner die Wälder mit Hightech. Und zwar von oben. Flughafen Niederöblan, rund 70 Kilometer von Franz Hohenbergs Wäldern entfernt. Das Flugzeug ist für Bernd Kreschner ideal, wenn es um die Rasterfahndung nach dem Borkenkäfer geht. Deutlich effizienter als Drohnen, deutlich preiswerter als ein Helikopter. Heute lässt er auf den Zentimeter genau Franz Hohenbergs Wälder abfliegen. An seiner Seite Tom Meissel,
Als sogenannter Geopilot ist er auf die Dokumentation aus der Luft spezialisiert. Der heutige Flug ist der Zweitflug für den Forstbetrieb Hodenberg. Der erste Flug hat vor in etwa grob 4,5 Wochen stattgefunden. Der Betrieb selber ist ca. 3000 Hektar groß und es gibt dort exponierte Flächen, die auch schon über die letzten Jahre immer wieder vom Käfer heimgesucht wurden und sehr extrem befallen waren. Ja, dann gehen wir raus. Gut, passt. Im Bauch des kleinen Ultraleichtfliegers steckt Hightech. Entwickelt von Ingenieuren, Geoinformatikern und Experten für künstliche Intelligenz. Die Kamera selber besteht eigentlich aus zwei separaten Systemen. Das ist eine RGB-Kamera, also die normale Farbfotos produziert. Und das zweite, für uns eigentlich wichtigere Teil, ist eine Infrarotkamera, die eben im Infrarot oder speziell im nahen Infrarot Daten für uns sammelt. Der Flieger wurde eigens umgebaut. Überflüssiges Gewicht wie der Co-Pilotensitz entfernt. Einziger Passagier ist die Kamera. Soll den Käfer erspähen, bevor er sich dem menschlichen Auge zeigt. Wir sehen nicht die Ursache, sondern wir sehen nur sozusagen die Symptome, die der Borkenkäfer hinterlässt. Der Borkenkäfer bohrt sich in die Fichte ein, lockt dann das Weibchen an, vermehrt sich am Baum und das Weibchen legt die Brut am Baum ab. Und genau mit diesem Moment passiert es, dass es die Wasserversorgung und die Nährstoffversorgung des Baumes, der Pflanze, unterbrochen wird. Wir als Menschen sehen das relativ spät, nämlich dann, wenn die Nadel zu vergilben beginnt. Mit einer Infrarotkamera kann man das in einem frühen Stadium identifizieren, weil man da eben die einzelnen Grünnuancen besser als das menschliche Auge auseinanderhalten kann. Die Kamera nimmt nun im Flug automatisch Fotos auf. Klassische Farbbilder sowie Infrarotbilder. Letztere zeigen, was das menschliche Auge nicht sehen kann. Die leichte Verschiebung der Grüntöne durch den Borkenkäferbefall. Die Dokumentation aus der Luft ist nur der erste Schritt. Nun muss Bernd Kreschner jedes einzelne Bild wissenschaftlich auswerten. Okay, ja, perfekt. Danke. Was passt da drauf eigentlich? Ein Terabyte. Für einen Menschen ist es jedoch unmöglich, all dies händisch zu analysieren. Eine künstliche Intelligenz macht deshalb Schritt 2. Sie rastert in Hochgeschwindigkeit in den Bildern nach den verdächtigen Grünwerten der Bäume. Wenn die KI fertig ist, bekommen wir im Grunde genommen eine Karte mit Punkten, die dann in verschiedener Ausprägung markiert sind. Wenn wir die Ergebnisse an den Waldbesitzer, an den Förster liefern, dann muss ja der raus auf die Fläche und auf der Fläche erstens nachkontrollieren, ob unsere Ergebnisse so stimmen. Es kann ja auch passieren, dass wir Fehldetektionen liefern, selten aber doch. Und zweitens muss er raus, um dann ja auch den Baum zu ernten und aus dem Wald wegzubringen, um diese Verbreitung des Schadens irgendwie in den Griff zu kriegen. Und dafür ist auch diese Georeferenzierung essentiell, weil der Baum gefunden werden will. Im Gelände gilt es nun, die berühmte Nadel im Heuhaufen zu finden. Mit Hilfe von Yaris, Bernd Kreschners Spürhund. Weil man draußen im Bestand
in der baumgenauen Suche, oftmals sogar mit schweineteurem Equipment an Grenzen kommt. Und der Hund schafft es halt, dass er tatsächlich den einzelnen befallenen Baum aufgrund der Duftspuren erkennt. Jaris? Hier? Stand ist sicher der richtige. Also nach der Auswertung aus der Befliegung müssen wir uns da wo befinden. Aber es ist halt schwierig zu sagen, welcher Baum präzise. Deswegen würde ich vorschlagen, jetzt probieren wir mal den Hund loszuschicken, damit du mir das abnimmst. Sicher. Danke. Jaris, sitz. Also fein. Jaris folgt dabei dem Duft eines Lockstoffs, den das Borkenkäferweibchen absondert, um die Männchen in der Nähe zu betören. Okay. Jetzt wollen wir gleich leben, wo wir einen guten Führer haben. Ja, sehr zielstrebig unterwegs. Schon als kleiner Welpe lernte Jaris durch tägliches Training. Das Erschnüffeln der Borkenkäfer geht stets einher mit einer leckeren Belohnung. Ja, feiner! Hast du da was gefunden? Fein ist er. Ja, brav. Brav, Jaris. Du bist der Feiner. Fein. Schau, gibt's noch was. Brav. Und sitz. Ah, schau. Da haben wir schon einen klassischen Vulkan. Das ist das Bohrmehl, das der Borkenkäfer auswirft, wenn er sich im Baum den Gang baut. Und das dann außen an der Einbohrstelle durchs Harz leicht verklebt und so eine Vulkanoptik erzeugt. Es gibt dann noch zusätzlich andere Bohrlöcher, wie da unten eins. Das ist eher das Zeichen dafür, dass er da wahrscheinlich später, also relativ frisch eingebohrt ist. Es gibt einen unmittelbaren wirtschaftlichen Schaden dadurch, dass der Borkenkäfer das Holz entwertet. Und das wirkliche Drama ist also, dass er dann von einem Baum ausgehend viele andere Bäume befällt. Noch dazu ist das Wachstum der Borkenkäfer ein wirklich spektakulär exponentielles. Mittlerweile gibt es in der Saison bis zu 4 Generationen an Borkenkäfer, aufgrund der klimatischen Bedingungen. Statistisch gesichert weiß man, dass aus einem Borkenkäferweibchen irgendwann im März, April, also zu Beginn der Saison, bis in die 3. Generation über 30.000 Enkelkäfer entstehen. Also das ist eine unglaubliche Bevölkerungsexplosion. Der fresswütige Käfer knabbert sich durch die Borke der Bäume. Die Schäden sind beträchtlich. Jedes Jahr verlieren die steirischen Waldbesitzer rund 20 Millionen Euro. Aber das ist jetzt so der typische Fall. Schwer, den als Borkenkäferbaum zu erkennen. Wenn man den jetzt nur bei der Begehung oder bei der Befahrung oben von der Forststraße, man würde ihn wahrscheinlich nicht entdecken. Wenn man 80% oder etwas über 80% an borkenkäferbefallenen Bäumen im Bestand schafft und die auch dann rechtzeitig rausbringt, dann schafft man es auch, die Verbreitung des Borkenkäfers einzudämmen. Ja, definitiv befallen. Das ist auch, wenn man so nach oben schaut, oder der Förster wird sagen, ganz gesund ist er wahrscheinlich nicht. Er hat was. Genau. Ja. Ich weiche mal zurück und dann kommt das Forstgraffiti. Ja. So, brava. Feiner. Er muss also weg. Er muss weg. Sehr gut. Dann würde ich sagen, machen wir uns weiter auf die Suche. Dann schauen wir weiter. Es müsste leicht unter uns in Wald auch ein Baum stehen. Das ist nicht so auffällig wie der. Also zumindest laut unserer Auswertung. Aber wir probieren es wieder mal, hätte ich gesagt. Dann schauen wir weiter, ja. Seit Jahrhunderten ist die Fichte so etwas wie der Wappenbaum der Steiermark. Jaris? Ist das nun der Abschied von einem alten Kultur- und Wirtschaftsgut? Der Klimawandel ist ja Faktum und es wird trockener und es wird wärmer. Vor allem in den Vegetationsmonaten. Es wird auch dazu führen, dass auch robustere Baumarten, wie beispielsweise die Tanne oder wie auch eine Kiefer, von den Schädlingen, die es heute auch schon gibt, massiver befallen werden. Das ist unbestreitbar so. Der steirische Wald wird sich an die neuen klimatischen Bedingungen anpassen müssen, will er überleben.
Die Fichte weicht der Tanne. Dem Mischwald gehört die Zukunft. Im Rotwald stehen seit jeher Nadeln neben Laubbäumen. Jetzt soll sich auch das angrenzende Wildnisgebiet zu einer Art Urwald entwickeln. Nina Schönemann sucht heute Nacht nach Habichtskreuzen. Sie will die aktuelle Zahl an Vögeln dokumentieren. Wie aber im stockdunklen Wald einen nachtaktiven Jäger finden? Sie kann ihn mit den Ohren entdecken. Immer dann, wenn ein Habichtskrautsmännchen auf den Ruf eines Weibchens aus dem Lautsprecher antwortet. Für mich sind Greifvögel und der Habichtskauz im Speziellen ganz, ganz faszinierende und tolle Lebewesen. Indem sie nachtaktiv sind, haben sie die Nacht für sich erobert. Zur Brutzeit braucht man sich nicht in die Nähe eines Brutreviers wagen. Also der ist wahnsinnig aggressiv, attackiert dann auch Menschen. Vor allem, wenn man sich alleine aufhält im Wald. Aber das löst halt natürlich auch eine gewisse Faszination aus, weil natürlich auch eine Gefahr von ihnen ausgeht und man auch als Mensch an seine Grenzen kommt. Nina Schönemanns Arbeit ist ansonsten erstaunlich passiv. Ihr 3500 Hektar großes Reich soll sich ganz von selbst erholen. Man will immer irgendwas machen. Man möchte gerne der Natur irgendwie unter die Arme greifen und schauen, dass das schneller sich vielleicht zur Wildnis entwickeln kann. Aber am besten ist es wirklich, sich zurückzunehmen und zuzuschauen. Weil wenn es dann einmal so ist, dann macht die Natur eh die Arbeit. Meiner Meinung nach wird in Zukunft der einzige ökonomische Weg der ökologische sein, weil die Wälder sonst so in Bedrängnis geraten, dass man aus ihnen gar nicht mehr herauswirtschaften kann. Vielfalt ist natürlich wichtig. Welche Baumarten gehören in den klimafitten Wald? Und ich gehe da noch einen Schritt weiter und sage, es geht nicht nur darum, sich zu überlegen, was für Bäume wachsen dort und was für Lebewesen wachsen dort, sondern die Vernetzung, die ist das Wichtige und die muss gefördert werden. Ein Wald im ökologischen Gleichgewicht ist widerstandsfähiger. Und das ist gut für uns alle. In den Bäumen können 30 bis 40 Tonnen CO2 im Holz der Bäume gespeichert werden. Alte Bäume speichern wesentlich mehr CO2 als jetzt zum Beispiel in einem bewirtschafteten Wald, wo die Bäume eigentlich sehr jung, in sehr jungen Jahren entnommen werden. Ich denke, man kann den Wald versuchen, als mehr zu sehen, als die Dinge, die wir bis jetzt in ihm gesehen haben. Jeder einzelne Baum, der nicht gefällt und verheizt wird, hilft, die Atmosphäre zu schützen. So könnte der Wald der Zukunft in Nina Schönemanns Augen eine neue wirtschaftliche Bedeutung bekommen. Als natürlicher CO2-Speicher. Aus der Luft hat vor allem den Vorteil, dass man es dem Laien viel besser beibringen kann. Viele dieser Dinge sind sehr schwer erklärbar, weil diese Zeitmaßstäbe in der Geologie einfach so gigantisch sind. Nicht nur die Zeitmaßstäbe, sondern eben auch die Raummaßstäbe. Es ist alles sehr groß und die Zeiten sind Millionen Jahre.
Und die Zeit kann man natürlich von der Luft aus nicht verkürzen, aber den Raum kann man verkürzen. Und das ist einfach unvergleichbar, dass alles gleichzeitig geht. Also das ist der riesige Vorteil von der Beobachtung aus der Luft. Kurt Stüwe überfliegt jetzt das Murtal. Ein Tal, das für die Steiermark identitätsstiftend ist. Wie durch einen Trichter wurden im Laufe der Geschichte ganze Volksgruppen von Süden nach Norden gespült. Die Kelten, die Römer, die Hunnen, die Türken. Dieser viele Verkehr über die Jahrhunderte und Jahrtausende das Murtal hinauf, das hat natürlich auch viel der Innovation und der Handel in die Steiermark gebracht. Und ein Mitgrund, warum die Steiermark im Mittelalter so reich geworden ist, das ist also ein sehr historisch trächtiges Tal. Kurt Stüwes nächstes Ziel ist ein Berg, der ebenso prägend ist für die steirische Geschichte. Auch wenn dieser immer kleiner wird. Es ist natürlich ein toller Punkt, heute vorbeifliegen zu dürfen, weil der steirische Erzberg ja, er hat ja den Spitznamen der Brotleib der Steiermark. Weil er schon wörtlich seit fast 3000 Jahren ein Eisenerzbergbau ist. Er ist der größte Eisenerzbergbau Mitteleuropas. Von oben sieht er aus wie ein abgewetzter Zahn in der Landschaft. Nicht schön, aber ein wichtiger wirtschaftlicher Motor des Bundeslandes. In unmittelbarer Nähe talabwärts die gigantischen Stahlwerke Donawitz und Linz. Hier wird das Erz ohne lange Transportwege zum begehrten Stahl und kann seine Reise um den Globus antreten. Immerhin fast jede zweite Eisenbahnschiene weltweit kommt aus der Steiermark. Diese Erfolgsstory hat noch weitere Hauptdarsteller. Die Steiermark ist ja auch das waldreichste Bundesland Österreichs. Das heißt, wir haben auch das Holz, um es zu verhütten und die Schmieden zu betreiben. Und in der Murmürzfurche haben wir die Kohle. Also wir haben Kohle, Holz und Eisenerz. Und diese räumliche Nähe von diesen drei Dingen, die man braucht, um Eisen zu verhütten, die macht es aus, dass die Steiermark so einzigartig ist. Dass sich die Stahlindustrie so gut entwickeln konnte. Schon die Römer wussten um diese Bestlage und siedelten am Südende des Murtals. Graz ist hier entstanden, die Landeshauptstadt. Sie liegt genau auf der Transitroute von Völkerwanderungen und Eroberungszügen. Stillstand gibt es für die Grazer seit jeher nicht. Innovationsfreudig und zukunftsgewandt sind sie. Entsprechend ist das Stadtbild. Neues neben Altem. Intelligent auf Tuchfühlung. Freigeister haben hier den nötigen Raum, um kreativ zu werden. Und das wirkt auf die Menschen, die hier leben. Also ich stamme ja nicht aus Graz, aber aus dem Norden der Steiermark, aus Eisenerz. Und in meiner Familie wurde immer schon viel gebaut. Also gerade auch mein Großvater war ein passionierter Hobbybauherr. Und so habe ich von klein auf immer schon mitbekommen, wie spannend es ist, etwas Neues zu schaffen, neue Ideen umzusetzen und das Ganze dann auch noch zum Beruf zu machen, war natürlich die Krönung. Graz bedeutet für uns Heimat, aber auch Ursprung unserer Studien. Graz ist auch sehr lange schon bekannt für gute Architektur, gute Architekturschule.
aber im Großen und Ganzen vereint uns natürlich der Holzbau und das Neue zu schaffen. Architektin Michaela Marisch will unser bisher gelebtes Konzept vom Wohnen komplett auf den Kopf stellen. Früher war das Motto, man baut nur einmal im Leben, also bauen wir lieber groß. Und jetzt sind eben die ganzen Häuser leer und die Kinder ziehen weg, ziehen in die Städte, ziehen in andere Länder. Es ist alles viel globaler vernetzt. Also es ist nicht mehr der Bedarf, wirklich diese großen Bunker wieder zu besiedeln. Autoschlüssel habe ich. Ja. Also der Ausstellungstag ist immer der schönste Tag. Das ist eigentlich das, wo wir immer im Team am längsten darauf hinarbeiten. Und wenn das letzte Modul steht und wenn alle sagen, ja, passt, perfekt, dann darf schon mal gefeiert werden. In nur 5 Stunden wird gleich ein komplettes Einfamilienhaus aufgestellt. Der Clou? Es kann wachsen und schrumpfen. Und ist beweglich. Wohnen to go. Konstruktionsmaterial ist bei uns Fichtenmaterial. Das kommt eben zum überwiegenden Anteil aus der Steiermark. Wichtig ist uns halt die Qualität. Geht schon los? Ja. Da sollten wir ein bisschen, also auf jeden Fall schauen, dass wir nicht unter dem Modul stehen, alle miteinander. Das ist jetzt das Erdgeschossmodul, der Eingang, quasi die Eingangssituation. Mit den ganzen Anschlüssen, das kommt immer als Erster. Die Konstruktion ist eigentlich zu 99,9% aus Holz. Natürlich gibt es auch Schraubmaterial, Befestigungsmaterial. Aber wir schauen generell bei den Materialien, dass alle wiederverwendbar sind. Ja, dann gehen wir ein bisschen rauf. Zu dir einmal raus. Du musst wieder 5 cm nach links schwenken, bitte. Ist da, passt da? Ja, da vorne passt genau. Ja, die Vorderkanten passt. Super, die passt perfekt. Michaela Marisch baut ihre Häuser nicht unter freiem Himmel, sondern in einer großen Halle. Holz ist in allen Sinnen gut erlebbar. Das heißt, es riecht gut, es sieht schön aus, es greift sich gut an, es macht ein angenehmes Raumklima. Man kann damit basteln, man kann damit Möbel machen, man kann damit natürlich Häuser machen. Das Gute daran ist, dass ich es komplett recyceln kann. Ich kann es der Natur zurückgeben. Ich hinterlasse nichts, keinen negativen Abdruck auf dem Planeten. Holz ist sicher das Material des 21. Jahrhunderts. Jedes Mobile Home aus Marischs Manufaktur ist ein Unikat. Von ihr entwickelt und gemeinsam mit dem Kunden entworfen. Was allen gemein ist, jedes Haus wird erst vor Ort aus transportablen Modulen zusammengesteckt. Aber Gummistiefel haben wir nicht mit. Habt ihr Wechselschuhe mit? Nein. Du? Ja, ich schon, aber... Wirkt nicht wirklich wie eine stressige Baustelle, oder? Jetzt ist es für uns schon so selbstverständlich, aber am Anfang haben wir sehr oft gehört von den Bauherren, boah, das glaubt man gar nicht, dass das eine Baustelle ist, wie alle miteinander reden, das ist so ein wertschätzender Ton, alle irgendwie auf einem Augenniveau und so. Weil normal wird ja auf Baustellen, gibt es ein bisschen einen raueren Umgangston. Und das ist halt bei uns überhaupt nicht, das ist wirklich eine ganz große Qualität. Laut wird es echt nur, wenn irgendwas gefährlich wäre und nicht. Und das ist es zum Glück so gut wie nie. Passt schon. Wo ist der Herbert? Ja, wir haben laufen. Das passt ja. Gerald, passt außen, die Außenfassade? Bisschen rüber. Danke, Dal. Ja, ja, wir müssen ein bisschen rüber. Passt?
Stopp! Jetzt passt! Ja. Im Garten lasst ihr so, oder? Ja. Optimal für Kinder zum Spielen. Was unsere Kunden vereint, ist, dass sie nicht viel Zeit in den Hausbau stecken möchten, weil sie eben alle ein eigenes Leben, einen eigenen Beruf haben. Oben haben wir die zwei Kinderzimmer. Links ist dann das Schlafzimmer für die Eltern. Unten ist da der Wohnbereich. Da kommt jetzt noch eine größere Terrasse vorne hin. Von der ersten Idee bis heute sind nicht einmal 6 Monate vergangen. Alle Genehmigungsschritte inklusive. Beeindruckend, muss ich sagen. Also in so kurzer Zeit so einen Traum zu verwirklichen, ist natürlich wunderschön. Und alles, was wir bisher von außen sehen konnten, schaut super cool aus. Also genau, wie wir es uns vorgestellt haben. Strom und Wasser gibt es bereits. Die Module müssen lediglich noch miteinander verschraubt werden. Dann können die Möbel kommen. Und die Familie wird ihr neues Zuhause beziehen. Bei dieser Bauweise ergibt sich auch die Möglichkeit, dass man sagt, okay, wenn die Kinder ausziehen und man braucht nur noch halb so viel Haus, dass man sagt, okay, ich baue das halbe Haus ab und stelle es mir ans Meer, vermiete es, nutze es selber, verkaufe es. Also es gibt unzählige Möglichkeiten. Also grundsätzlich wäre da der Umzug gleich zu realisieren wie heute der Aufbau. Das heißt, man kann sich das gut vorstellen, so wie wir jetzt im Video gesehen haben, wie die Module nach und nach aufgestapelt wurden. Wenn man das Video nach hinten abspielt, genauso würde dann der Abbau ausschauen. Ich hätte gern von mir. Ja, gern. Das ist Ihr Haus. Wir sind jetzt direkt vor der Dachstein-Südwand. Wir müssen ein bisschen aufpassen wegen der Dachstein-Seilbahn natürlich. Aber die ist zum Glück noch weit weg und ich probiere jetzt zu steigen, dass wir auf 9000 Fuß kommen und direkt beim Dachstein-Gipfel, dem höchsten Berg der Steiermark, vorbeifliegen können. Das Dachsteingebirge besteht fast ausschließlich aus Kalk. Es ist wieder Lebensraum für den Alpensteinbock, der in Österreich verschwunden war. Wilderer hatten das Tier einst ausgerottet. Inzwischen hat man Artgenossen aus Italien auf dem Dachstein angesiedelt. Heute steht alles, was hier wächst und gedeiht, unter Naturschutz. Erhaben auf fast 3000 Metern liegt der Hauptgipfel des Gebirgszuges, der Dachstein. Der Berg mit seinen 2 Gipfeln bildet die nördliche Grenze zwischen der Steiermark und Oberösterreich. Ja, und das ist eben das Schöne, wenn man in so einem Flugzeug sitzt. Und darum bin ich auch froh, dass ich den Pilotenschein jetzt gemacht habe. Weil ich erkenne hier wirklich Dinge, die ich von der Karte schon lange weiß, aber die man sich irgendwie einfach nicht so gut verinnerlichen kann. Für Kurt Stüwe birgt die Steiermark noch viele Geheimnisse. Ich glaube, keines der anderen österreichischen Bundesländer hat diesen Kontrast in einer dermaßen integralen Weise verkörpert wie in der Steiermark. Ich habe über 15 Jahre im Ausland gelebt und so viel sehen dürfen, dass ich vielleicht dadurch einfach viel mehr bewusster noch die Steiermark schätzen kann als manch anderer, der seinen Lebtag hier verbracht hat und nie auch die Gegensätze in anderen Ländern gesehen hat.